Was geht, 2K Family? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute möchte ich einmal gemeinsam mit euch gucken, wie gut Damian Lillard. Der Name ist so schwer für mich, so ein Zungenbrecher. Wie gut Damian Lillard mit Giannis Antetokounmpo zusammenspielen kann. Ich habe beide Karten und ich denke, dass die beiden auch in der echten NBA, wenn sie miteinander spielen werden, richtig aufräumen werden. Wer will dieses Pick and Roll eigentlich schlagen, wenn Giannis den Block stellt, wenn sie droppen, weil sie denken, Giannis bekommt den Ball und sie wollen verteidigen, nimmt Dame einfach den Dreier, klickt auf die Uhr und sagt den Leute, was wollt ihr eigentlich hier? Und wenn sie ihn decken, dass er den Dreier nimmt, dann wird Giannis frei sein und es einfacher haben. Und dann müssen sie rotieren und dann kann Giannis rauspassen und es wird brutal. Sie haben noch Middleton. Den habe ich jetzt leider nicht als Karte. Aber das wäre eigentlich auch eine geile Idee. Aber ich bin zu geizig, um die MT dafür auszugeben. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz schnell in meine Clutch-Time-Aufstellung. Holen uns den guten Damian Lillard herein und werden auf Center mit ihm spielen. Mit dem guten Giannis Antetokounmpo und werden den Kumpel Anthony Davis mit dazu holen. Ihr seht, ich habe Brandon Roy. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn auf Small Forward spielen lassen soll, weil mit Devin Booker komme ich super gut klar. Mit Brandon Roy, der Wurf, der ist noch ein bisschen schnell. Aber ich denke, für dieses Gameplay wird eh viel über Damian Lillard und Giannis laufen. Deswegen Scottie Pippen als Small Forward für die Defense. Wir gehen in ein Clutch-Time-Online-Game rein. 20 zu 55, ey, das ist auch wirklich schlecht, ey. Wir gehen rein, gucken, was für einen Gegner wir bekommen. Und hoffen, dass Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo richtig schön rasieren können. Und wir haben Gegner gefunden. John Starks, Chris Paul, Desmond Bane, Jabari Smith Jr. und Whitmore. Das ist ein No-Money-Spend-Squad auf jeden Fall. Und der Kollege hat aber dafür ganz gute Spieler sich ausgesucht. Stellen uns das Five-Out ein und da wollen wir jetzt Giannis haben. Giannis mit Damian Lillard im Pick-and-Roll. Der Gegner macht ja gar nichts. Der Gegner macht da gar nichts. Geh mit Dame. Step back. Ja, okay. Perfekter Start. Was willst du eigentlich? Okay, die Touch-Passer sind am Start. Wow, er macht ihn rein. Da bist du ein bisschen zu weit weg und der Kollege nimmt dich hops. Komm, Giannis. Karte zum Korb. Da ist die. Okay, ich wollte gerade sagen, da ist die Chemistry. Aber da ist die Chemistry. Giannis mit dem Offensiv-Rebound nach seinem eigenen Fehlwurf und dann Dame Dala mit dem Dreier. Ey, der Kollege, der meint es ja richtig ernst hier mit den Touchpasses. Giannis, come on. Gib Lillard den Ball und räum auf. Come on. Lillard, moving shot. Kein Money. Schade. Boah, der geht hier durch. Anthony Davis gegen Chris Paul, was ist das? Ey, irgendwie ist das hier gerade zu verhext. Lillard geht durch. Giannis. Eurostep. Er blockt mich. Giannis mit dem Rebound. Come on, Giannis. Spin Move. Oh, wie wunderbar er das macht mit dem ersten Spin Move, mit dem zweiten Spin Move. Und dann führen wir mit 5 zu 3. Auf geht's. Giannis in der Defense gegen Jabari Smith. Let's go. Wir brauchen mehr Lillard Action. Gib mir den Pick von Antetokounmpo. Oh, der hat gut gehittet. Und da ist der Pass. Und der Dank von Giannis Ante. Let's go, der Greek Freak und Dame Dollar. Funktionieren zumindest in my Team richtig gut. Also wenn sie das in ja, Real-Life NBA nur halbwegs so machen können, wie ich das hier gerade hinbekomme, dann haben wir ein Duo, Mann. Nicer Spin. Und nochmal das Gleiche. Diesmal der Spin in die andere Richtung. Es ist wirklich an dieser Stelle einfach nur noch frech, was ich hier mit dem Gegner versuche. Come on, den nimmst du wieder. Der geht nicht. Rebound muss bei uns sein. Let's go, Scottie Pippen. Aber jetzt braucht man eigentlich auch mal einen Alley-Oop. Eigentlich einen Alley-Oop. Und wo ist der Verstoß? Defensive 3 Sekunden, okay. Lillard mit dem Freiwurf. Mach ich nicht rein. Ey, ich und meine Freiwürfe, es war 2K23 schon so schlecht. Nur noch 2,25 übrig, das ist easy. Come on, Giannis. Ey, let's go! Dame Dollar auf den Greek Freak, ey.
Sehr gut. Macht richtig Spaß. Das Ding ist halt, das sind zwei Spieler, die bei mir wirklich noch in meinem Unlimited Squad zusammenspielen können, weil... Ey. Oh, er blockt mich weg. Weil sie noch gut genug sind. Weil sie noch gut genug sind. Es gibt ja einige Karten in MyTeam, die mittlerweile nicht mehr das Niveau haben, was sie Day One hatten. Oh shit, da hat er mich geguckt. 9:5, noch 1:45. Die Uhr stoppt jetzt immer. Bonus ist jetzt aktiviert. Jedes Foul gibt Freiwürfe. Giannis und Dame Dala, come on. Hopstep. Dame. Come on. Moving Shot aus der Midi. Oh, der ist zu lang. Aber Giannis mit dem Rebound. Auf den kann sich Lillard einfach verlassen. Wenn du mal nicht triffst, dann ist da Giannis, der das Ding weg. Und dann gibt es immer noch Brook Lopez. Also das Team ist wirklich stark. Das Einzige, was denen wahrscheinlich fehlt, ist so ein bisschen Power von der Bank. Und wieder. Giannis. Come on, bully dich durch mit dem Layup. Come on. Diese Layups sind auch wichtig. Da bullied er sich durch. Dame mit dem Assist. Come on. Ist natürlich jetzt auch hier ein dankbarer Gegner für dieses Spiel. Wir brauchen noch einen Alley-Oop. Come on, hol ihn dir. Na, gibt keinen Alley. Hol ihn ran. Offensive 3 Sekunden. Ah, weil er den Block in der Zone stellt, wo gar nicht der Gegenspieler ist. Das ist so dämlich. Roy verteidigt richtig nice. Ball ist bei uns. Dame Dala. Ey. Was ich hier für Geräusche mache. Mit dem Hopstep Layup. Weil es halt einfach sonst zu easy ist. Nächster Steal. Dame Dala. Jetzt warten wir aber wirklich mal auf Antetokounmpo. Come on, wo ist er? Wo ist er? Alley-oop! Das Duo schlägt zu, ey. Es ist zu einfach. Es ist zu einfach. Der perfekte Gegner für so ein Gameplay. Wir haben jetzt hier noch 19 Sekunden. Einen machen wir noch. Ein Vierer mit Lillard. Der wird nicht gehen. Er geht rein. Lillard mit 4 Punkten. Mach aus 3, mach 4. 21:5 ist zu deutlich. Aber der Gegner hat letztendlich dann auch nicht die Leistung gezeigt, die es gebraucht hat, in diesem Game zu überstehen. Jetzt vielleicht noch einen mit Brandon Roy. Einfach so. Einfach mal um zu gucken, ob der auch heiß ist. He's hot. Let's go. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben da. Schaut auch mal das MyCurry-Video an, wenn es schon auf dem Kanal ist. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir streamen auf Twitch und YouTube. Geplanterweise jeden Dienstag und einen Tag am Wochenende, aber starte wieder in den Job. Hab Nachwuchs bekommen. Man muss mal gucken, wie alles funktioniert. Ich will auf jeden Fall den Dienstag probieren. Werdet aber auf jeden Fall benachrichtigt in eurem Feed, auf Twitter und auch in der Discord-Gruppe. Kommt da gerne rein. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.